Der Test. Eines gleich vorweg, der Golf GTD-Variant ist nicht in Volkswagens Abgasdilemma verwickelt. Auch wenn sich unter seiner Haube ein Dieselmotor aus Wolfsburg befindet, handelt es sich bei ihm nicht um das berüchtigte EA189-Aggregat, sondern um den bereits Euro 6 fitten EA288-Motor. Dieser schafft alle Vorgaben und das Thema geschönte Abgaswerte findet bei ihm nicht statt. Nachdem das geklärt ist, können wir uns nun um das Eigentliche kümmern, nämlich das Auto an sich. Dabei handelt es sich um den schärfsten Dieselgolf, den man bei Volkswagen zurzeit kaufen kann. Der GTD ist in der Variantversion quasi das sparsame und zuladungsfreundliche Pendant zum benzingetriebenen GTI. Die Optik lässt da schon mal nichts im Ungewissen, sie spricht ganz klar den Dynamiker in uns an. Die Schürzen und Schweller kennt man bereits vom GTI. Das Heck hingegen wurde für den GTD eigens ein wenig flotter gestaltet. Yes. Beim GTD-Variant ist neben dem Motor natürlich das Ladevolumen interessant, denn niemand entscheidet sich per Zufall für einen Kombi. So packt es auf jeden Fall stolze 605 Liter. Bei Bedarf kann der Raum auch noch auf üppige 1620 Liter erweitert werden. Jede Menge Platz für Gepäck und Diverses ist also schon mal garantiert. Der GTD-Variant richtet sich vor allem an Familienväter, die sich trotz Nachwuchs nicht dem grauen Alltag ergeben wollen. Das bedeutet, hier wird nicht bloß ein wenig gezündelt, im GTD werden echte Brände gelegt. Hauptverantwortlich dafür ist natürlich der Motor. Wie schon bereits erwähnt, ist der EA288 nicht von der Abgasproblematik betroffen. Der neu entwickelte 2 Liter Vierzylinder schickt mittels DSG 184 PS an die Vorderachse. Im schärfsten Setting wird die 100 km/h Grenze in 7,9 Sekunden pulverisiert. Bei gemäßigter Fahrweise sollen so nicht mehr als 4,8 Liter auf 100 Kilometer in die Brennkammern tröpfeln. Mit einem guten Mix aus Spaß und Sparsamkeit wird man sich bei rund 5,5 Liter einpendeln. Beeindruckend am Golf GTD ist die Bandbreite, die er bespielt. Im Komfortmodus gibt er den ruhigen Gleiter. Er geht willig, aber sanft in Kurven und nimmt sich mit butterweichen Schaltvorgängen sehr zurück. Im Sportmodus allerdings wirkt er wie von der Tarantel gestochen. Gierig am Gas, griffig in den Kurven und ausgezeichnet ausbalanciert. Für die eiligen Tage im Jahr genau das Richtige. Egal in welchem Modus man gerade unterwegs ist, man bekommt immer ein perfekt verarbeitetes Interieur. Man sitzt auf gut zupackenden Sitzen und man greift ein griffiges Lenkrad. Alles ist ergonomisch, ausgereift und natürlich über jeden Zweifel erhaben. Unser Go-Fazit zum VW Golf GTD Variant. Der Variant in der Power-Diesel-Version ist wohl der Golf mit der breitesten Spreizung an Talenten. Auf der einen Seite äußerst praktisch und durchaus sparsam zu bewegen. Auf der anderen Seite ein ambitionierter Sportler, mit dem man auf Bedarf auch Kurven wedeln kann. Also in Summe ein unterhaltsamer Zeitgenosse für wirklich jede sich bietenden Gelegenheit.